Guten Morgen, Sie haben gerade Ihr Haus in Ligurd verlassen und steigen nun in den Zug nach Poschiavo, wo Sie Ihren Zug nach Tirano nehmen werden. Das Wetter sieht derzeit leider ein wenig nebelverhangen aus. Ja, und somit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier zu Let's Play Transim World 4. Herzlich willkommen miteinander. Es ist morgen früh. Ich habe auf der Zunge einen Medikamentengeschmack, der nicht weggehen möchte. Und ich habe jetzt bis dort vorne zu dem Zeichen schon gespielt, weil es morgen früh ist und ich noch ein wenig verträumt bin und vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Hab's aber dann hier gemerkt. Ja, also verzeih mal kurz, meine Augen sind wirklich noch so, ich möchte nicht, aber wird jetzt bald in den nächsten Minuten kommen, dass ich da wieder wach bin. Ja, Bernina Linie, steigt noch an, dann kann ich euch mal ein wenig was darüber erzählen. Ich habe mich ja klein wenig vorbereitet. Szenario soll roundabout 55 Minuten gehen. Da sieht man schön die Streckenkarte der RHB. Und wenn ich genau, und das blaue hier müsste die UNESCO Weltkulturerbestrecke sein. Also hier in dem Bereich ist Albola. Die Albola-Linie meinte ich. Dort auf jeden Fall. Wie weit sie bis hier geht, weiß ich nicht. Aber sicherlich Bernina Pass müsste auch zum Weltkulturerbe noch gehen. Kann sein, dass es die ganze blaue Strecke ist. Die Kulturerbe ist. Das habe ich nicht nachgeschaut. Ja, dann Bernina Bahn. Was gibt es da für Informationen? Die RAB hat diese Strecke nicht gegründet, sondern das war die sogenannte Bernina Bahn, abgekürzt BB. Die hat die Gründung 1905 und der erste Teilabschnitt der gesamten Bernina Linie wurde 1908 am 1. Juli eröffnet und dann 2 Jahre und 4 Tage später, am 5. Juli 1910, war die komplette Strecke eröffnet worden. Also ist ja eigentlich für das eine kurze Bauzeit, muss man sagen, wenn man jetzt ja 5 Jahre. Damals noch nicht mit großen Maschinen, schweren Maschinen, viel Handarbeit noch, steiles Gelände, Tunnel, die ja halt noch nicht große Tunnelbohrmaschinen, wie sie heute im Einsatz sind, gehabt haben. Das ist dann doch eigentlich eine kurze Zeitspanne, die sie dafür gebraucht haben. So. Was auch spannend und wichtig ist, das hatten wir auch schon in der Einführung, dieser Bereich, ein wenig kurz nach St. Moritz, kommt ein Bahnhof, wo dann die Stromspannung wechselt. Die wechselt dann auf der Bernina-Linie von Wechselstrom auf Gleichstrom. Deshalb, das wurde ja auch schon in der Einführung erwähnt, braucht man 2 Stromabnehmer. So, bin ich jetzt in Poschiavo. Ich habe jetzt keine Zugdurchs... Ich muss mal kurz schauen, ob ich hier bin oder ob ich noch eins weiter muss. Nein, Poschiavo. Schön warten.
Dann können wir auch sogleich aussteigen und unseren Triebzug nehmen. Ami-Touristen. Einfach. Es wird zuerst aussteigen lassen. Und dann wird eingestiegen. Das gebührt der Höflichkeit. So. Dann ist das unser Triebzug, den wir heute bedienen. Wo ist wieder ein? Hallo? So. Den mache ich schon mal ein. Genau. Dann vorwärts. Mal Licht. Auflösen. Die sind schon da. Die mal noch raus. Instrumenten beleuchten. Das, das. Wo ist der Fahrgastbeleuchtung ein? So. Dann ist Stellwerk kontaktieren. Gemäß Fahrbilder dürfen wir, oder Signalisationsbildern dürfen wir fahren. Das ist sehr gut. Genau. Bernina-Linie, wenn wir nochmals auf das Thema zurückkommen. Das war für einige Jahre, das waren glaube ich so 2-3 Jahre, also ich habe mir 1913 bis 1904, nein, umgekehrt, es waren einige Jahre bis so 1913, 1914, wo die Berliner Linie nur Sommerbetrieb hatte, also das heißt Winterfahrt, gab's da nicht. So. So, noch vorziehen, dass wir auch wirklich über der Weiche sind. Gut. So. Den sperren wir ab. Genau, nur Sommerbetrieb, weil halt Bernina wirklich ein Massiv ist, das viel Schnee gehabt hat. Dann so um 1913, 14 wurden dann Schneewehentunnel. Also das heißt, man hat so Überdachungen bei gewissen Gleisabschnitten gemacht, die ja die Strecke ein wenig vor Schnee schützen sollen. Hier. So, dann bitte einmal so, Zugschluss ist rot. Federspeicher lösen. Vorne. Und dann schauen wir mal, wahrscheinlich Personenwagen, die wir ankuppeln werden. Genau, und dann ab so 1913, 1914 wurden das erste Mal Winterbetrieb aufgenommen auf der Linie. Und man sieht alte Postkarten fotografieren, die zeigen, wie früher ganz am Anfang alles von Hand der Schnee weggeschiebt werden musste. Also das waren dann wenige Stunden da, wo die Bahn fahren kann, weil wenn in der Nacht wieder alles zugeschneit ist, dann so, einmal entriegeln.
Verriegeln. Also spiegeln tut's nicht. Dann müssen wir jetzt mal das ein wenig so. Ja, ich gehe da. Gemäß Signalbilder. Ah, Rungenwagen. So, einmal vorsichtig dann. So, jetzt ganz vorsichtig. Also so sanft ankuppeln, dass... jetzt muss ich doch noch... So. Das soll genügen. So. Dann mit der Kamera. Das meckere ich immer noch. Das sollte nicht sein. So, Poschiavo anhalten. Dann mal los. So, jetzt kommt er. Musste wahrscheinlich einfach ein wenig mehr Leistung aufschalten. Dann ging es sehr gut. So. Was jetzt hier noch fehlt, bei der Bernina Linie, wären die historischen Triebfahrzeuge, die in Gelb gehalten sind. Die würde ich ungemein feiern, wenn die ins Spiel finden würden. Wie auch die X-Rod, Mist, die Nummer weiß ich nicht mehr auswendig. Das ist eine aus eigener Kraft fortbewegende Dampfschneeschleuder. Die meisten Dampfschneeschleudern sind reine Schiebeeinheiten, also die brauchen eine zusätzliche Lokomotive. Die Bernina-Dampfschneeschleuder kann sich aus eigener Kraft fortbewegen, wenn sie am Punkt ist, wo sie Schneemassen schleudern muss. Dann wird sie heute von Elektrolokomotiven geschoben. Früher war das... So, verriegeln. Genau, und dann können wir losfahren. Genau. Gemütlich geht's mit einem gemischten Zug jetzt auf die Reise. Also mit 55 km/h können wir jetzt den Bahnhof verlassen und gehen in Richtung Tirano. Mit 3 Rungenwagen noch am Haken. Das habe ich vorhin gar nicht so richtig realisiert.
Ich wusste, es sind ein paar, aber ich habe sie jetzt per se nicht gezählt gehabt. Aber es sind drei Stück. So. Und da geht's dann. So. Dann schon den nächsten Haltepunkt. Ich habe schon mal auf 30 runter reduziert. Weil jetzt kommen dann wieder die ziemlich steilen Steigungen. Und da möchte ich das nicht zu früh verpassen. Man sieht ja hier ziemlich. Nächster Halt, Li Kurt. Li Prossima Kurt. fermata, Li Kurt. Next stop, Li Kurt. Einmal kurz an, weil man sieht, da wieder schön die ehemalige Straßenbahn, die auch heute noch hier auf schmalen Straßen, heute als einziger Bahnübergang, früher einfach als normaler Tramweg gefahren ist. Und Le Court hier, wo ich wohne, als Lokführer. Also ich wohne jetzt nicht in Realität hier. Ich meine das jetzt in-game-Spiel bezogen, also nicht, dass ihr das. Also sicherlich ein schöner Ort, aber nein. Einmal entriegeln. Ja, pünktlich sind wir. Perfekto. Dann können wir. Jo, noch ein paar Sekunden warten und dann soll eigentlich auch schon wieder die Fahrt weitergehen. Dann Richtung Carpaccio. Könnte sein. Also Carpaccio, die das nicht wissen, das ist der Grenzbahnhof von Schweiz-Italien. Also das heißt, ihr habt mit der Erweiterung Ospizio Bernina nach Tirano, beziehungsweise Tirano-Ospizio Bernina, zwei Länder. Einmal die Schweiz und einmal Italien, die ihr befahren könnt. Alles wird von der RAB betrieben und bedient und gewartet. Man merkt es dann vor allem an Bahnschranken, vor allem in der Ortschaft Tirano. Dort sind dann wirklich die markanteren italienischen Bahnübergänge, die mich ein wenig an eine, ja, eher an amerikanische Bahnübergänge erinnern. Dachte eher so, weil die meisten in Europa natürlich Klingeln können unterschiedlich sein, aber die haben doch einen ähnlichen Aufbau, Andreaskreuz, dann die allermeisten einen Warndreieck mit Blinklicht. Also das hat mich dann ein klein wenig verwundert, dass die wirklich doch noch einiges anders sind als ja, den Rest, den ich an Bahnübergängen in Europa kennengelernt habe. Ich bin nicht weit rumgekommen. Ich weiß, dass es viele unterschiedliche und diverse gibt. Aber dennoch ist es so,
Man denkt sich, das müsste so sein und ist es nicht. Dass ein, hier wo wir hier sind, das müsste, nein, warte mal. Kann ich, ja, ich kann, Stabini. Jetzt war ich komplett draußen, weil ich den Ort gesucht habe. Und zwar wäre das... das wäre viel weiter oben, die automatische Ausweichstation, und zwar Stabini. Das liegt zwischen Alpgrüm und Gavalia. Liegt eine automatische Ausweichstation, die hat keinen Haltepunkt. Das ist einfach so eine Ausweichstelle, die automatisch, wenn ein Zug verspätet ist, kann ich entweder der Zug von oben runter oder von unten rauf dort ausweichen, den Gegenzug passieren lassen und ja, dann hat man eine Ausweichstelle. Könnte der vorhin mit dem schwarzen Stationsschild, könnte auch so einer sein, dass der auch eine automatische Ausweichstation ist, weil das, was ich rausgelesen habe, gefunden habe, da war einfach Stabini wurde benannt, also mit Namen benannt, und andere jetzt nicht. Aber der logische Prozess, der logische Gedanke dahinter heißt ja eigentlich, es wird sicherlich noch weitere geben, die in diesem Prinzip funktionieren. So, habe noch kurz was getrunken. So, und jetzt verzeiht für mein Gestammel. Ich habe manchmal so, wenn ich so halb am Düsen bin, einfach das Bedürfnis, oder nicht das Bedürfnis, ich meine eher die Angewohnheit, ins Schweizerdeutsche zu fallen bei gewiss Begriffen, weil Schweizerdeutsch und Deutsch sind ja sehr ähnlich, aber es gibt halt vereinzelte Worte, die sind halt einfach anders geschrieben, nicht groß anders, manchmal wird einfach ein EI zum IE und dann funktioniert eigentlich schon der deutsche Satz nicht mehr, weil den Satz habe ich Deutsch im Kopf. Dann kommt mir aber ein kleines, ja, ich sage gerne mal Füllwort im Schweizerdeutschen vor und dann verhasple ich mich komplett in dem Satz, weil ein schweizerdeutsches Wort in einem hochdeutschen Satz macht nicht Sinn, weil dann musst du die ganze Grammatik dahinter umändern. Weil wir haben zum Teil weniger, wie heißt es schon wieder, Fälle. Also Akkusativ, Dativ, Genitiv, schieß mich tot. Und auch Zeitformen. Wir haben eigentlich fast alle Zeitformen und Fälle bis
auf einen Fehl bei uns, weil wir gewiss Sachen zusammenstreichen. Der kann zu de werden, das zu da, also wir streichen viele Sachen manchmal einfach weg und das kann dann manchmal... Nächster Halt, Miralago. Die nächste Station hat nur einen Bahnsteig. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Zug verlassen. Prossima fermata, Miralago. La fermata successiva ha un solo binario. Preghiamo di fare attenzione mentre si scende dal treno. Next stop, Miralago. The next station has a single platform. Please take care when leaving the train. Miralago. Dann hatte ich das doch noch richtig in der letzten Aufnahme, in der letzten Folge, dass das Miralago ausgesprochen wird. So. Entriegeln bitte. Dann soll's passen. Gut, und dann geht's dann Richtung Tirano runter. Also zuerst Richtung Brusio. Brusio muss noch zuerst kommen, weil Brusio meinte, ich ist noch auf Schweizer Boden. Und meine Familie hatte mal bei Brusio ein Haus, auf dem man wunderschön auf den Kehrviadukt sehen konnte. Da war ich ein einziges Mal, meinte ich, dort. Und zwar an einem Familientreffen. Aber da war ich 6 oder 8 Jahre. Ich mag mich kaum erinnern an das. Das war einfach mal so eine Familienfeier dort. Wunderschönes Haus. Gehört heute nicht mehr meiner Familie. So, verriegeln. So. Gut, wir haben da die vorgewarnt. So. Auch wieder hier auf der Straße, wieder Indiz, war mal eine Straßenbahn. Und ja, ich sag das öfters, weil das halt wirklich... Ich weiß, nicht jeder schaut jede Folge. Und dann ist es immer wieder interessant, das doch mal zu hören. Aber ich versuche mich zu reduzieren, versprochen. So. So, jetzt geht dann das mit den Steigungen los. So. 5% Steigung, das heißt, auf einen Meter, den ihr waagerecht geht, geht ihr 5 Zentimeter runter, bei 7% sind es dann 7 Zentimeter. So kann man sich das plus minus vorstellen, also sehr steil. Sehr steil für eine Adhäsionsbahn. So. Und dann können wir jetzt wunderbar runter. Wenn wir jetzt bei Miralago waren, dann muss jetzt dann bald Brusio Bahnsteig 2, also sind wir jetzt auf dem Weg runter nach Brusio. Und Brusio hat dann das definitiv steilste Stück mit 7,2% Steigung bzw. Gefälle jetzt bergab. Das ist dann
darf man nicht dann unterschätzen. Und ja, er hat eigentlich eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung, aber wenn ihr noch extra Last habt, so wie ich mit den drei Rungenwagen, die ich anhabe, müsst ihr noch zusätzlich einfach die Bremskraft, also hier das Gelbe, das passiert, wenn ihr den Schalthebel in den Bremsbereich bringt, dann lockt er automatisch das an, weil sonst, wenn es rein der Triebzug ist, da weiß ich es nicht, aber ich vermute, dann braucht ihr das nicht mehr, da könnt ihr einfach da auf Null stellen und der Zug macht das und ihr müsst dann das erst auf den Bahnhof anwenden. Kann ich mir vorstellen, dass der so berechnet ist, und wenn halt extra Last ist, dann muss man die Motorbremse, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht, müsste ich mich mal erkundigen, wie das genau heißt und gemacht wird. Weil ich kann schon mal ein wenig vornehmen, ich habe... Jetzt geht's nicht mehr. Fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Über ihm drehen wir, ähnlich wie in den Kehrtunnels, eine Schleife. Entlang der Kehrschleife sind runde, igloähnliche Steinhaufen zu sehen, welche früher als Speicher für Wein und Käse dienten. Tra pochi minuti attraverseremo il famoso viadotto circolare di Brusio. A questo edificio il treno percorre nuovamente un anello. Per perdere o guadagnare quota, come nei tunnel a spirale dopo Bergun. I tumuli di pietra, simili ai glu sottostanti, furono usati per conservare vino e formaggio. In a few minutes, we will be crossing the famous circular viaduct in Brusio. This construction again makes a loop to lose or gain height, like the spiral tunnels after Bergun. The igloo-like stone mounds below were once used for storing wine and cheese. So ist das. Und jetzt sind wir da auch schon bald hier. Jetzt muss ich, glaube ich, noch eine Kehrschleife machen. Dann sind wir am Bahnhof unten. Das ist auch so eine markante Stelle, wo du eigentlich ziemlich gut von unten nach oben sehen kannst, von oben nach unten sehen kannst und dass manchmal bis zu dreimal den Zug siehst, weil er hier gerade wirklich schöne Serpentinen fährt. Also wenn ihr mal hier bei Brusio seid, dann habt ihr sehr viele schöne Möglichkeiten und Standpunkte, um ja, zu filmen, zu fotografieren. Also ihr werdet sicherlich bei schönem Wetter und wenn es irgendwo Sonderfahrten gibt, locker mehrere Kameraleute irgendwo sehen, ein Hobby-Trainspotter, die da dabei sind zu filmen, machen, tun. Jetzt kann ich da wieder ein wenig beschleunigen, weil wir überfahren, aber halte nicht daran. So, und jetzt geht's dann runter zum Kreisviadukt. Genau, 7,2% Steigung. Also hier eine Notbremse zu machen und es ist ja glatt, schneebedeckt, eisig. Oder wenn es im Frühjahr Blütenstaub überall ist, weil da so Fichten, Tannen, das unterschätzt man, aber die können auch extrem Pollen abwerfen. Und wenn dann das auf den Schienen ist
und dann so klein wenig anfängt zu regnen, zu nieseln, dann hast du ja eine Schmierpaste auf den Schienen und also Notbremse, in dem Moment eine Notbremse zu machen, kann ich mir gut vorstellen, dass dann es einfach passieren kann, dass du dann wie einen Schlitten, den du nicht bremst, runtersegelst, weil einfach das wie ein Schmiermittel funktioniert zwischen den Schienen und den Rädern. Und das dann wieder aufzufangen als Lokführer wird sicherlich ein Abenteuer sein und ist auf alle Fälle zu vermeiden, würde ich mal behaupten. So. Ich glaube, es könnte sogar das Haus gewesen sein, das mal unsere Familie gehört hat. Nee, das wäre zu bonzenmäßig. Unsere Familie war einst wohlhabend, und wenn ich sage unsere, also meine Familie, dann muss man das auch noch ein, zwei Generationen zurück. Mein Vater hat das noch miterlebt, dass ein Vermögen anwesend war, aber ich bin ganz normal aufgewachsen, aber es sind dann schon vereinzelt seltsame Geschichten, die man von den Großeltern gehört hat und hört. Einerseits meine Großmutter habe ich vor ein paar Tagen ja besucht gehabt, das habe ich dann in der letzten Folge, meinte ich, angesprochen. Oder es war bei Transport Fever 2. Das könnte auch sein, dass ich es bei Transport Fever 2 angesprochen habe, das mit meiner Großmutter. Mein Großvater, der ist leider schon verstorben, und von der mütterlichen Seite aus kannte ich nur die Großmutter, aber auch sehr flüchtig, weil sie, da war mein Bruder 3 Jahre alt, also somit war ich so roundabout 8 Jahre alt, müsste sie gestorben sein. Die war wirklich... Nächster Halt, Campascio. Ich kannte... Prossima fermata, Campascio. Next stop, Campascio. Campascio. Ja, dann halten wir an Campascio. Meine Großmutter mütterlich seit, ich kannte sie nur im Bett, und an sie mag ich mich, nur an die Situation im Bett erinnern, weil das halt so, ja, also es war ein kleiner Horror, das so zu sehen als kleiner Junge. Und ansonsten mag ich, ja, weil ich halt so jung war und jetzt habe ich ein wenig zu stark gebremst. So. Dann rechts entriegeln. Weiß nicht, aber irgendwie müssen sie dann nochmals mit der Kamera ein wenig über die Bücher. Die sind da. Ja, und ich hätte sogar noch ein wenig vorfahren können. Aber gut, man lernt noch. Man lernt noch. Gut, verriegeln. Und dann können wir eigentlich, wenn jetzt die Bremsen gelöst sind bei den Güterwagen, müssten wir theoretisch vielleicht braucht es doch ein wenig Strom, dass sozusagen wie
Eigentlich hat's immer geheißen so, du musst Leistung geben, dass du den Berg auffahren kannst, wenn du die Bremsen gelöst hast. Aber vielleicht gibt's doch irgendwie einen kleinen Mechanismus, der schaut, dass, ja, dass er nicht, wie heißt es beim Autoberg, Anfahrtshilfe. Wahrscheinlich kann ich mir vermuten, dass es doch so etwas in der Art gibt. Und wenn nicht bei dem, dann denke ich wahrscheinlich spätestens beim Capricorn. Der dürfte auf jeden Fall so etwas haben. Oder so, also meiner Überlegung nach sollte so etwas möglich sein, dass die das haben. Gambaccio. Genau, dann ist das der Grenzbahnhof, den wir jetzt anfahren. Und nach dem Bahnhof sind wir dann in Italien. Also dann wird aus Allegra Buongiorno. Und das muss ich mal noch nachschauen auf die nächste Folge, wie dann die Bahn heißt. Nächster Halt, Campo Cologno. Prossima fermata, Campo Cologno. Next stop, Campo Cologno. Bin ich jetzt so blöd mit Lesen? Habe ich jetzt echt Campo Cologno mit Gambaccio? Warte mal. Nein, warte mal. Plan. An einem Ort Campo Fahrgäste einsteigen lassen und an einem Ort halten die Tirano Gambaccio. An einem Ort anhalten, Gambaccio. Ist abgehakt. Warte, jetzt muss ich aber nochmals. Dann war das der letzte. Wir sind bei Brusio überfahren. Dann war es der letzte Haltepunkt, den wir angefahren haben. Gambaccio. Also sind wir jetzt in Italien. Irgendwas hat es da mit dem... Alter, irgendwie... Balabala hier im Kopf. Blöd gesagt. Wirklich blöd gesagt. So. Einmal kurz warnen. Hier Umladeterminal. So. Campo Bologna. So, dann einmal sanft halten. Entriegeln. Warte mal, ja.
Ist es da nicht irgendwo? Nächstes Ziel. Was war das? Nee, nicht das. Verriegeln. Ich dachte, da wäre irgendwo noch. Ah, deshalb. Deshalb fahr er nicht, weil da noch die Bremsen angezogen sind. Jetzt muss er noch bei den Güterwagen die Bremsen lösen. Und sobald das geschehen ist, kommt dann auch. Genau, dann. Runter nach Tirano. Die letzte Haltestelle für uns. Oder beziehungsweise für die Fahrgäste. So rum. Und eventuell müssen wir da noch kurz Güterwagen ein wenig manövrieren. So. Aber es ist wirklich von der Zugfahrt her so moderne Triebzüge. Verzeiht, da habe ich immer noch die Kröte im Hals. Einfach eine sehr angenehme, eine wirklich angenehme Zugfahrt. Also mit historischen Zügen, das wäre dann schon ein größeres Abenteuer, aber ich werde es halt auch ungemein gern sehen. Mal, ja, einfach auch historisches Rollmaterial hier in TSW zu sehen, nicht nur die Flying Scotsman, sondern auch mal eine historische E-Log. Am liebsten natürlich hier für Bernina, Rosabahn, Triebwagen, Zahnradbahn. Ihr kennt die alte Leier, dass ich mit großem Abstand unbedingt eigentlich eine Zahnradbahnstrecke hier in TSW, also Trains in World, sehen möchte einmal. LGB hat ja ein neues Modell angekündigt, eine HGE 4-4-2, wenn ich es jetzt, ja, römisch 2 müsste es sein, genau. So, das Modell Programm 2000, das war mal so ein riesiges Programm in der ganzen Schweiz, wo es dann so Richtung 2000er Jahre ging. Da kamen viele, es gibt die Tram 2000, es gibt die RE 460 oder 480, die ich weiß es jetzt nicht, ob es 460 oder 480 ist, die Intercity-Schnellzug-Lokomotive, das eine ERE 44, schieß mich tot, römisch, bekannt als Intercity 2000-Lokomotiven mit den passenden Bombardier-Doppelschockwagen, die die sanftesten und ruhig laufendsten Schnellzugwagen in der Schweiz sind. Die sind so unfassbar angenehm. Was soll jetzt das Gehupe?
Also jetzt wortwörtlich, was soll das Gehupe? So, ich hab dem mal vorgewarnt. So. Hier bei Nebel. Hier. Verzeiht. Da hat sich jemand versteckt. Und lieber einmal mehr vorgewarnt, als dann den unter dem Karren vorzuziehen. Das wäre weniger mein Vorhaben, das ich heute bewerkstelligen möchte. So. Und hier sieht man jetzt die italienischen Bahnschranken. Stellwerk kontaktieren. Genau, wir haben die Erlaubnis, weil Bahnhof Tirano wird von der italienischen Bahngesellschaft betrieben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. So. Dann können wir jetzt auch wieder. So. Klein wenig reduziert. Nächster Halt. Da ist Tirano. Wieder ein Schweizer. Prossima fermata. Tirano. Next stop. Tirana. Tirana. Das heißt aber Tirano. Da sind es jetzt wieder italienische. Irgendwie ist das so eine Kooperation. Vielleicht ist der eine Bahnübergang der ältere und die neuen sind dann von der italienischen Bahngesellschaft. So. Dann fahren wir gemütlichst ein. Und dann, oh, oder so eine kleine Rangierlokomotive, so ein Dieseltraktor, um einfach die Güterwagen so Rangierbetrieb zu machen. Also vieles machen auch die Triebfahrzeuge, aber dennoch, das wäre etwas, was man, oh, das würde ich feiern. Das war wieder zu weit. Boah. Ja. Knapp, gut. Bin zufrieden mit dem. Kann man sein lassen. So. Den wollte ich. Der ist schon auf Rot, genau. Den mal raus. So, jetzt müssen wir noch eine Minute warten. Kann ich jetzt? Sieht man das? Da sieht man das. So, mal ein wenig frische Luft schnappen. Und was auch noch interessant ist, diese Wagen der Bernina-Linie, die sind nicht gleich lang wie die von dem eigentlichen Stammnetz der RAB. Die RAB-Wagen, die haben, meinte ich, zwei oder drei, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, Fensterplätze mehr. Die Furka Oberalp, also die MGB-Wagen, die haben anderthalb Fenster, also die sind dann genauso das Mittelmaß. Und Berliner Bahn hat die kürzesten. Vielen Dank für das Abschließen dieser Fahrt, lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben.
Ja, dann. Sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Haltegenauigkeit auf 1,01 Meter. Auf 0,197 Meter genau gehalten. Ja. Also nicht schlecht, würde ich jetzt behaupten. Und somit würde ich mich verabschieden von diesem Szenario. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Däumchen. Und wir sehen uns morgen mit... Warte mal, ich kann ja nachschauen, wie es schon heißt. Heiße Räder. Etwa 1,5 Stunden geht das Szenario. Laut Informationsbeschrieb. Und wir werden dann über Räder reden. Also, mit den Worten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Marvin. Tschüss.